Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships auf dem Kanal TPD-Kanal. Heute wollen wir, wie schon versprochen, erstmal die Umfrage auswerten. Die wird jetzt eingeblendet, 50-50. Wahlbeteiligung war nicht viel, praktisch gar nicht. Aber da machen wir halt mal nichts, ne? Kriege ich den auch schon rein? Tatsächlich. Wir wollen allerdings demnach, nach diesem Wahlergebnis, wollen wir dann einfach weiter bei den Japanern bleiben, bis es dann mit einer Mehrheit abgewählt wird. So habe ich mich jetzt entschlossen. Wir wollen uns jetzt erstmal den größeren Rumpf einbauen. Würde ich sagen, gehen wir direkt ins erste Gefecht und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Spiel durchgeladen hat. So, da sind wir schon. Das ist der neue Rumpf. Einen neuen Motor habe ich auch kostenlos reinbauen können. Ist ein bisschen tiefer gelegt, würde ich jetzt sogar fast sagen. Es geht los. Wir wollen mal den Bereich A an. Ich hätte ihn vielleicht auch anwählen müssen. Machen wir nochmal. Na, was ist das? Jetzt aber. Das Ganze machen wir mit voller Geschwindigkeit und legen da einfach mal drauf los. Und wie immer setzen wir auch einen guten Gruß ab. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch selber hier erkennt. Zum Beispiel Phantom Beast. Ups, Entschuldigung, bin ich gegen eine Flasche gekommen. So. Müssen wir natürlich warten, bis die ersten Gegner kommen. Viel Glück und ruhige Wasser. Hilfe, das ist aber mal gut. Aber man sieht tatsächlich, oh, ein B wird schon eingenommen. Ich bin mir sehr sicher, dass die beiden und der nicht sehr lange dabei sein wird. Horizont gesichtet. Den kriegen wir auf keinen Fall. Ich meine, es ist natürlich, wenn du so ein Schlachtschiff hast, natürlich auch echt verführerisch. In die Mitte zu fahren, weil du sehr wendig sein kannst. Das ist sowieso schon schwer. Natürlich jemanden dann zu treffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sogar der Bereich A komplett leer geräumt ist. Ein Schiff ist sogar schon von den Gegnern gesunken. Das ist natürlich sehr, sehr lohnenswert. Ah, 20 Knoten sind nun mal wirklich nicht schnell. Ja, ist schön mit den Kreuzern. Das erste Schiff von uns ist auch gesunken. Bessere Anfänge, ne? Ich würde gerne auch schießen, aber ich kann halt noch nicht. Ah. Oh, sind doch schon ein paar unterwegs hier hin. Zwei. Ein paar halt. Das ist das Problem, wir wurden jetzt sehr, sehr weit weg geparkt und dadurch sind wir natürlich auch wirklich mit lange Anreisewege. Autopilot aktiviert. So, das müsste nah genug sein. Gucken, ob der Rocket wieder ankommt. Oh, tatsächlich.
Das versuchen wir gleich nochmal. Und nur mal ein bisschen zur Seite gehen. Ein paar mehr Waffen haben. Ich hoffe, wir treffen noch. Nein, wir treffen nicht. Sehr bescheiden. Wir verringern mal die Geschwindigkeit. Würde ich vorschlagen. Ah, das ist doof. Unser Sieg ist in Sicht. Einer von unseren Gegnern ist blöderweise gesunken. Das ist natürlich nicht so schön, aber gut. Machst du nix. Wir wollen mal ein bisschen hier ins Gebiet reinfahren. Oh. Was ist jetzt los? Wir haben gewonnen. Ja, das ist jetzt nicht viel gebracht, weil wir einfach ein lahmes Schiff haben. Gehen wir direkt ins nächste Gefecht. Wir sind gut in der Zeit. Und ich würde sagen, wir machen Schnitt, wenn ihr dann... So, weiter geht's. Wir sind ganz oben, wie man sieht. Autopilot aktiviert. Wir fahren mal hier so rum, das könnte ganz gut klappen. Ich mag diese Karte eigentlich ganz gerne, weil man hier ja sehr schön immer so dazwischen schießen kann. Also man kann sich selber ganz gut verpieseln, kann aber auch sehr weitflächig schießen. Also hier sind nicht diese riesengroßen Berge, die einem dann stundenlang die Sicht versperren. Oh, das Schiff kommt so langsam aus dem Quark. Vielleicht schaffen wir es ja sogar den Bereich einzunehmen. Also jetzt gerade ist einfach passiert, dass wir alle drei Bereiche eingenommen haben. Und da ist schon der erste. Ein bisschen weit von uns entfernt. Der hat sich aber auch selber verraten, jetzt muss man mal so sagen. Sehr windig. Ich würde ja gerne, aber ich weiß, dass es nichts wird. Dennoch versuche ich mal die automatische Sekundärbewaffnung mal auf den los. Nein, der bewegt sich nicht schnell genug. Doch! Wir drehen nur volle Kanne bei. Komisch, wie viel ist jetzt los? Auch den versehen wir mit der Sekundärbewaffnung. Schießen auf uns. Dahin. Oh, wir brennen. Das reparieren wir schnell. Natürlich auch selber gerade löschen. Aber noch ein Schlag würde der nicht verkraften tatsächlich. Jetzt weichen wir mal, versuchen mal auszuweichen. Ja, kommt schon besser. Steht der? Der steht nicht. Fährt auf jeden Fall sehr langsam.
Sehr schön. Er kann sich zumindest nicht bewegen und er kann es primär auch nicht reparieren. Und wir fahren jetzt hinter diesen Kack-Felsen. Ah, nehmen wir so mit den hier unter Beschuss. Gucken mal. Nee, hier bringt noch nichts. So, jetzt nehmen wir wieder den unter Beschuss. Weil wer uns unter Beschuss nimmt, muss als erstes vernichtet werden. Altes japanisches Sprichwort. Oh, jetzt brennen wir und wir können jetzt noch nicht reparieren, aber in 30 Sekunden können wir reparieren. Oh, ist nicht so schlimm. Derzeit wollen wir unsere EPs mal auffüllen. Dann ist das alles nicht so schlimm. Das Gute ist einfach, der Gegner da ist einfach viel, viel geschwächter als wir. Oh, was ist los? Problem gelöst. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Schon wieder. Ja, das Problem ist, dass uns nicht so ganz die Zeit gegeben wird, um hier anständig was zu verarbeiten. Dennoch reicht die Zeit wahrscheinlich nicht. Ah, die reicht, oder? Nein, die reicht nicht. Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Eine bis zwei Minuten muss ich abziehen von der Wartezeit. Wenn es euch gefallen hat, also gut, alles nacheinander. Demnach machen wir kein weiteres Gefecht mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Über einen Daumen hoch freuen wir uns. Erzählt euren Freunden von mir, beziehungsweise von uns, dem Kanal. Schaut auch mal bei unseren anderen Projekten da vorbei. Jetzt letzten Freitag kam wieder mal eine Runde Tekkit Legends. Also Minecraft, könnt ihr auch mal reingucken. Wenn ihr nichts mehr von uns hier verpassen wollt, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Entschuldigung, ich bin etwas durch den Wind gerade, komischerweise. Aus unerklärlichen Gründen. Und damit sage ich bis nächste Woche Sonntag. Macht's gut und haut rein.